Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, am kommenden Wochenende ist On Stage in Berlin und natürlich hatte ich überlegt, ob ich Swaps mache oder nicht. Eigentlich hatte ich keine Zeit, wie das immer so ist. Dann habe ich mich aber doch entschieden, ein paar kleine zu machen und so ist diese Karte entstanden, die ich mit ein paar wenigen tauschen möchte. Und ja, ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was ich gemacht habe und wir machen das gemeinsam. Geht wirklich zügig, weil ich sie nicht so aufwendig gemacht habe. Ich dachte, dann schaffe ich ein paar mehr, weil es wirklich von der Zeit her knapp wurde. Und ja, ich habe mir einmal die 14,8 mal 9,5 genommen, 10,5. Jetzt bin ich raus. Also nochmal. Ich habe mir einmal 14,8 mal 10,5 in Vanille pur in extra stark genommen. Habe dann dafür jeweils 1 cm weniger. Also 13,8 mal 9,5 in normal Vanille pur. Dann habe ich meinen Stemperatus genommen und habe das Papier hingelegt für den Stempel Buffalo Check. Als Farbe Himbeerrot. So, ich habe auf der Rückseite noch einen Stempel, wie ihr sehen könnt, den brauche ich morgen. Da habe ich gedacht, ich mache den jetzt mal nicht ab. So. Dann einmal so. Fertig ist der Hintergrund des Stempel, der Karte. Mensch, heute habe ich echt Sprachschwierigkeiten. Es tut mir leid. Also nochmal. Buffalo Check in Himbeerrot ist gestempelt. Jetzt haben wir den Teil eigentlich schon fertig. Jetzt habe ich außerdem, ich zeige euch die Karte nochmal hier unten, das Samtband genommen in Himbeerrot, habe mir hier einfach ein Stück abgeschnitten. So. Dann habe ich mir meinen Tacker genommen, habe die Seite einmal so geknickt. Weil auf der anderen Seite, könnt ihr gut sehen, hat es eine andere Farbe und ich möchte natürlich beide Seiten oben haben. So. Das habe ich schon ausgestanzt und zwar ist das das größte ovale Sinlet bzw. Framelit aus den Stickmustern. Habe mir außerdem den Spruch aus dem Stempelset Weihnachtliche Vielfalt ausgesucht, den hier unten. Den stempel ich einmal in Espresso. Dann klebe ich erstmal die Seite dran. Da reichen ruhig so ein einfaches Band für die Rückseite zum Aufkleben. Ich mag das, wenn das ein klein bisschen so erhaben ist. Ich muss jetzt einmal gucken, weil ich auf die Rückseite schon meinen Stempel aufgebracht habe. So rum ist richtig.
Dann natürlich Dimensionals für den Spruch. Und das Einzige, was ich jetzt noch brauche, sind hier die kleinen Pailletten. Die sind aus den Paillettenmetallfarben. Dafür nehme ich euch einmal ein bisschen näher dran, damit ihr das besser sehen könnt. So, ich hoffe, ich war nicht zu sehr mit meinem Kopf drin. Das ist natürlich immer die Schwierigkeit. Bei den Pailletten sieht man das sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn die dann noch so angeleuchtet werden. So, fertig ist die Karte. Und das wird, wie gesagt, mein Swap für die Onstage in Berlin. Ich hoffe, der ein oder andere möchte mit mir tauschen. Und ja, für heute wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis bald. Tschüss!